Wir fahren jetzt gleich auf die Lofoten. Leider haben wir nicht so schönes Wetter. Egal. Das stimmt. Aber schönes Wasser hier. Wow, ist das Wasser schön. Das ist ganz cool. Rausgesucht. Das ist die Anfahrt. Die ist fast so breit wie unser Womo. Also wir passen da gerade so rüber. Und da hinten so ein Türmchen, ein Leuchtturm, so ein kleiner. Und ich habe schon gesagt, die lassen schon die Eisbrecher los hier. Vielleicht seht ihr das. Da kommt nämlich jetzt einer. Das ist Elmos Lieblingsplatz, wenn keiner von uns da ist. Da hat er alles im Griff und kann alles sehen. Und hier füllen wir wie immer unser Wasser auf. Und heute gibt es frische Wäsche. Holt ihr auch mal Zeit. Wir sind jetzt hier gerade an dem Stellplatz in Lödingen angekommen. Das ist ein guter Übernachtungsplatz. Hat sich jetzt auch langsam gefüllt. Und liegt an einem kleinen Strand, wobei man den Strand so direkt nicht nutzen kann, unserer Meinung nach. Das ist ziemlich voller Algen. Ich zeig's euch mal gerade. Allah! Ja. Also man kann Muscheln sammeln und Angela sucht nach Seeglas. Sie hat auch schon was hier gefunden, Norbi. Was man hier hat, auf jeden Fall einen tollen Ausblick. Jetzt geht es hier auf den Lofoten weiter und zwar fahren wir jetzt auf einen Aussichtspunkt. Ein Rastplatz aus des Fjorden heißt das. Ungefähr von hier entfernt 90 Kilometer. Und von da aus soll man hervorragende Fotos machen können. Und wir sind mal gespannt, wie es dort aussieht. Wir sind jetzt von der E10 durch den Ort Laubstadt gefahren und haben einen wunderschönen Wasserfall gesehen. Was könnt ihr hier erkennen? Und sind jetzt einfach mal Nebenstraße reingefahren vom Ort und versuchen da jetzt mal hinzukommen, um schöne Drohnenaufnahmen zu machen. Und jetzt die Angela zugange mit Elmo. Seht ihr das, wie süß der Elmo guckt? Der ist ganz verrückt mit Wasser. Er spielt so gerne da. Ja, ich glaube, die Aufnahmen hier sind ganz gut geworden. Ich werde sie jetzt gerade mal einblenden. Viel Spaß!
sind jetzt hier an dem Aussichtspunkt Ausnespforten angekommen, wovon man eine hervorragende Aussicht hat auf die Lofoten. Und Angela kann es mal wieder nicht lassen. Yeah. Und muss uns verewigen. Da klebt er. Also wenn ihr mal hier seid und ihr seht den Peppermint, hier waren wir auch. Jetzt gehen wir mal gucken, was hier los ist. Auf diesem Rastplatz gibt es auch eine automatisierte Entsorgungsstation. Das ist mal Top-Service. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wenn ihr hier dran vorbeifahrt an dem Stellplatz, anhalten und mal die Aussicht genießen. Später geworden ist, sind wir jetzt doch in der Hauptstadt Solvay in Lofoten hier auf den Stellplatz gefahren und schauen uns jetzt mal hier die Stadt an. Nachdem wir hier durch die Stadt gelaufen sind, haben wir einen Skulpturpark gefunden. Hätten wir überhaupt nicht erwartet, dass es hier so etwas gibt. Ja, geh mal rum. Und eigentlich wollten wir ja in die Kirche. Und die ist zu. Das ist ja schon irgendwie geil, wenn Nordlichter sind. Und das ist ja richtig schön. Ja. Ja. Und ich da die Nordlichterspiegel. Ja. Wie hoch dürfte das sein, Allah? So 6-7 Meter vielleicht? Nee, größer. Weil guck mal, wenn ich unser Womo, wenn ich mir jetzt unser Womo hier hoch kann vorstellen, glaube ich, dass es größer ist. Auf jeden Fall. Sehr beeindruckend. Voll gemacht. So, jetzt schaue ich mir das auch mal von oben an. Gehe ich mal die Treppe nach oben. Hinten ist noch ein Spielplatz für die Kids. Das ist doch mal ein Ausblick auf die Kirche. Die Hafenpromenade, die ist ja hier recht schön. Und hier kann man so eine Seeadler-Safari buchen, direkt. Dauert ca. 2 Stunden und kostet 100 Euro pro Person. Und da laufen wir hier so lang. Und was sehen wir hier, was man mieten kann? Lauter Bullis. Zeig's euch mal. In allen möglichen Variationen. Ist das nicht cool? Schaut mal da rein. Echt total klasse. In allen möglichen Farben. Der Willi. Auch hinten steht der Nils. Ist auf jeden Fall eine tolle Idee. Also der schafft mich ja total. Eben. Man kann hier doch was entdecken. In der kleinen Stadt. Wir sind hier in der Hauptstadt. Auf den Lofoten in Solvay. Und stehen hier auf dem Stellplatz direkt in der Stadt, im Hafen. Ist hier ein Industriegebiet, daher auch nachts nicht gerade leise. Und
hier gegenüber ist eine Backfabrik und es riecht auch sehr lecker ab und zu mal nach leckeren Plätzchen und Brötchen und so, was sie da alles backen. Also ich sage jetzt ganz einfach mal, wenn ich unbedingt irgendwelche Besorgungen hat, die er machen muss, oder vielleicht eine Bootsfahrt machen will von hier, würde ich hier nicht parken und mir einen anderen Stellplatz suchen. Es ist also die 300 Nock nicht wert mit Strom. Wir fahren auf allen Wegen und suchen immer noch einen Stellplatz. Seht ihr das? Da ist gerade eine Militärübung. Bisschen unheimlich. Bisschen unheimlich, ja. Wir haben hier sehr viel Militär gesehen auf den Lofoten. Okay, also das war auch nichts hier. Und jetzt geht es nochmal weiter. Wir haben hier einen Badestrand gefunden und schauen mal nach, was da gibt, was ich da irgendwo hinstellen kann. Unser Driver, unser Beifahrer, ja, Monsieur Elmo, weggegangen, Platz gefangen. Ja, wir sind jetzt an einem Stellplatz angekommen und suchen uns jetzt ein Plätzchen aus. Wir sind auf einem Campingplatz gelandet, aber sehr schön. Wir sind hier auf dem Campingplatz Gerung und ich muss euch sagen, gefällt uns eigentlich sehr gut hier. Insbesondere die Rezeption ist so gemütlich gemacht. Also wenn ihr mal hier seid und wollt mal einen Tag den Campingplatz verbringen, weil ihr waschen müsst oder irgendwie euch noch ein bisschen was planen wollt, dann solltet ihr vielleicht mal den hier ins Auge fassen. Kostet allerdings bei unserem Platz jetzt hier 45 Euro pro Nacht. Und aber hier, das haben die Camper hier rege genutzt. Jacuzzi wurde hier genutzt gestern. Ist auch farblich noch angeleuchtet. Und die hatten alle richtig Spaß. Vor allen Dingen sah das auch schön aus und weit, wenn das dann dampft hier. Und der Ausblick, der ist natürlich grandios. Also wenn ihr mal sowas erleben wollt, Skärungen, Campingplatz, kann ich dann auch nur empfehlen. Und was auch recht interessant ist, zeige ich euch jetzt gleich mal. Der Angela hat das rausgefunden, weil eine Naht geplatzt ist an ihrem Schuh, in dem Wanderschuh. Hier gibt es die Firma Arctic Souls, hätte ich gar nicht gedacht, auf dem Platz. Die macht normalerweise Sohlen auf Schuhe. Aber wir werden mal fragen, ob hier auch eine Naht genäht wird. Ja, und nachher werden wir wieder auf den Lofoten weiterfahren. Und ich zeige euch natürlich auch noch mal ein paar Drohnenaufnahmen, die ich hier gemacht habe. Into this place.
looking for a familiar face, and that's when I met you. 'Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart, you're looking so blue on the first of the year. I just picked your name on the coffee cup with a stroke of luck. The guy just messed up and gave your cup. Jetzt fahren wir nach Henningsberg und wir sind schon gespannt, wie es dort aussieht. Just mad at you.